Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf AFK. Alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Alex und wir werden zusammen The Medium spielen. Ich habe mich unglaublich auf das Spiel gefreut, als es die ersten paar Bilder dazu gab. Habe es aber dann irgendwie aus den Augen verloren, habe es im Hinterkopf abgespeichert. So Mitte 2021 wird es dann rauskommen. Ja. Jetzt haben wir Ende Januar und ich habe 2 Tage vor Release auf einmal so nicht mehr mitgekriegt, oh, dass das Spiel kommt. Natürlich bin ich total heiß drauf und will das unbedingt spielen. Und ja, und jetzt stehen wir da. Vielleicht so ein, zwei Worte zu dem Spiel. Das ist so der geistige Nachfolger, soll es wohl sein, zu Silent Hill. Also so ein Psycho-Horror-Spiel in Third-Person-Perspektive. Also sowas wie die alten Silent Hill-Spiele oder die ersten drei, vier. Nee, drei Resident Evils zum Beispiel kann man sich so vorstellen, also mit teilweise fester Kamera und die Figur, die sich dann bewegt. Und das hat wohl auch einen gesonderten neuen Modus, diesen Dual-Sicht, wohl in verschiedenen Sphären gleichzeitig sich zu bewegen und dann Sachen zu erleben, Rätsel zu lösen. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir starten das Spiel, aber noch nicht ganz. Weil ich habe da schon mal eine kleine Aufnahme gemacht und die hat es mir total zerhauen, weil das Spiel jedes Mal in den Fenstermodus rein geknallt ist. Warum auch immer, habe jetzt mal die neuesten Treiber alles runtergeladen. Das heißt, die ersten 20, 10 Minuten, 20 Minuten kenne ich schon. Aber das ist ja egal. Und zwar hier. Immer wenn es auf 30 FPS steht, stürzt es, also stürzt nicht ab, es geht einfach dann wieder in so einen Fenstermodus. Ab 60 FPS hatte ich keine Probleme mehr. Ich hoffe, dass, nee, nicht unbegrenzt. Das war das Rätsels Lösung. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt ein neues Spiel. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und ich freue mich. Erstmal laden, laden, laden und jetzt darf ich gleich, warum auch immer, bestätigen. Damit ich loslegen darf. Und los geht's. Viel Spaß. It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang,
It was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Ja, und jetzt nochmal herzlich willkommen zum Medium. Jetzt können wir uns bewegen. Wir spielen die gute Marion. Und ja, man hat es jetzt gehört, der Vater ist gestorben. Und ja, er scheint wohl ein Bestattungsunternehmen geführt zu haben. Ich weiß nicht, ob mit der Tochter oder ohne. Und wir sind im Jahre 1999 gelandet. Halt, nein, nicht zurück. Was mache ich denn? Ja, ich möchte da mal reingucken. Das ist der... Ja, der Planner. Ah ja. Oktober. 2. Oktober, Tag des Schutzengel. Was auch immer das ist. Vielleicht ein Feiertag bei denen, bei... Keine Ahnung. 3. Begräbnis um 10 Uhr. 4. Ultraschall. 7. Unsere liebe Frau von Rosenkranz. 9. Biopsie. 10. Paket von Paket an Marion schicken. 14. Termin bei Neurologen. 16. Oktober Begräbnis um 12.30 Uhr. 18. Oktober Ultraschall. 22. Oktober Termin bei Neurochirurgen. 23. Oktober Begräbnis um 9 und Begräbnis um 11 Uhr am 27. Marion vom Bahnhof abholen. Und der 1. November, Allerheiligen, der 2. aller Seelen und der 5. war die Operation. Wahrscheinlich vom Vater. Und die wird er wahrscheinlich nicht überstanden haben. Weil danach steht nichts mehr. Man sieht halt auch schön, wie mit Anführungszeichen der Krankheitsverlauf lief. Mit Ultraschall, Biopsie, Ultraschall, dann Neurochirurgen. Alles durchgelaufen und dann musste operiert werden. Okay, dieser Schrank erinnert mich extrem an mein früheres Zuhause mit meinen Eltern. Wir hatten fast exakt den gleichen da drin stehen. Na, nicht den gleichen. Das hat die, also quasi ein bisschen kleiner war er schon, aber so diese Art. Sehr rustikal. Ui, das gibt Erinnerungen. Oh, Mietzi. Ja, nice to see you too. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal um. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal kurz angespielt. Ich bin jetzt dann nur in die Küche. Die ist hier. Und das Badezimmer. Und dann verlassen mich meine Erfahrungsschätze. So. Looks nourishing. Ja, das lecker Katzenfutter. Und zwar das ekelhafteste Katzenfutter, was ich je gesehen habe. Also die Dose ist ja schon sehr schmackhaft. Aber guckt euch mal diesen Schnodder da drin an. Was soll denn das sein? Ködel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Und füttern die Erschreckerkatze. Here you go. What's your face? Aber hallo. Glad to see you're still kicking around. So, kann man dich streicheln? Das habe ich das letzte Mal nicht getestet. Nein, geht nicht. Okay. Na gut, ich streichle die Katze lieber auch nicht, wenn diese frisst. So, jetzt noch einmal die Zeitung. Good morning, Krakau. Also wir sind wohl... Oh Gott. Moment, Krakau? Polen? Nee. Polen? Doch, Polen, oder? Krakau ist Polen. Gott, jetzt kann ich mich nur wieder blamieren. Freitag, 5. November 1999, das ist wohl der Todestag auch von ihrem Vater. Das war die letzte Zeitung. Dann lesen wir doch mal, was es da alles gab. Das symbolische Begräbnis des Bergwerks Sirsas. Die Bergleute aus dem Bergwerk Sirsas kamen heute wie üblich zur Arbeit. Ohne
Aber statt Taschenlampe und Spitzhacke trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen. Ein Symbol für den Untergang der Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandierten die Mitglieder des Bergwerksrettungskomitees von Siasa. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohlenunternehmen Vistula, fügten sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Siasa aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tüchi, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten. Ja, ich befürchte, auch wenn ihr weiter voller Mutes zur Arbeit geht, das Ding ist geschlossen. Die haben das beschlossen, das ist wahrscheinlich verkauft oder sonst irgendwas. Ich glaube, das bringt leider nichts mehr. Das hätte man vielleicht versuchen können, bevor irgendwelche Unterschriften gefallen sind, dass irgendwie das Bergwerk geschlossen wird. Aber wenn es jetzt erstmal zu ist, dann ist der Drops gelutscht, befürchte ich. Na gut, gehen wir mal zum nächsten Artikel. Die neue Mission der NATO, für Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Heute hielt der US-Präsident Bill Clinton eine wichtige außenpolitische Rede zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel- und Osteuropa erzielt haben und über die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Der Präsident betonte außerdem, dass die Führung und das Engagement seines Landes für die friedliche Umgestaltung Europas entscheidend waren. Präsident Clintons Visionen von einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa wurden durch einen wichtigen Meilenstein noch gefördert. Durch die Erweiterung der NATO Anfang dieses Jahres um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben Präsident Clinton und die anderen führenden Politiker der NATO diese neue Demokratien und das Bündnis gestärkt und ihren Beitrag zur Sicherheit und Stabilität Europas gewährleistet. So. Könnte ja fast wirklich ein Artikel von früher gewesen sein. Oder jedenfalls ein Auszug. Na gut. Ja, ZT, das ist ein Slotty, oder? Oh Gott, das ist alles so lang her. Na gut, 1999, so. I can't believe it's all still here. Oh, Jack. Tja, Jack war wohl begeisterter Fotograf mit einer Belichtungskammer. So. Jetzt verließen sie mich, weil ab da habe ich abgebrochen. Was haben wir denn hier? Wie man Fotos entwickelt. Foto für 5 Sekunden belichten. Für 3 Sekunden in Multigrade tauchen. Für 3 Sekunden in Stopbad tauchen. Für 3 Sekunden in Fixiermittel tauchen. Okay, also 5, 3, 3, 3. Das heißt, wir brauchen 4 Stationen. 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt, 1, 2, 3, 4. Ja, und jetzt brauchen wir noch einen Film, oder? Zum Entwickeln. Ich bin ja begeistert, das ist bisher noch nicht abgestürzt. Das scheint es echt behoben zu haben. Kann ich das nehmen? Ah. I guess I forgot about this one. Fotopapier. I can do it now. Okay. Ich denke mal, es geht jetzt von links nach rechts. Also das heißt 5, 3, 3, 3. Dann legen wir das Papier und zählen jetzt bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. War das korrekt? Noch sehen wir nichts. Dann legen wir jetzt, hoffe ich mal, in das richtige Bad für 3 Sekunden. 1, 2, 3. Oh, es kommt was. Es kommt was. Ich habe so eine Befürchtung, ich weiß, was da kommt. 1, 2, 3. Ja, es wird immer deutlicher. Wer ist denn der gute Mann da? Scheint jedenfalls ein Mann zu sein. Na gut. Nächste. 1, 2, 3. Was war das letzte Foto, das ich von dir, Jack? Shit. Oh Mensch, das war der Vater. Ich hab's befürchtet. Na gut. Können wir noch ein Bild machen?
Das war's. Also was ich auch rausgefunden habe, es gibt wohl nichts anderes außer diese Ankerpunkte, die man hier sieht. Das heißt, man muss nicht wie wild durch die Gegend klickern, sondern das wird einem relativ deutlich angezeigt. Also bisher jedenfalls. Und dieses schöne Gimmick ist, wenn man an einem Punkt vorbeikommt, der Kopf dreht sich in die Richtung, man sieht's. Das ist auch sehr schön. So. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Ja, ich weiß, die Klammer. Alles gut. So, da war ich letztens, war ich das letzte Mal auch ganz kurz drin. Aber bin dann gleich wieder in die Küche rein und wollte mir das später anschauen. So, was haben wir denn hier? Ein Buch. Interesting. Jo. Ein titelloser Buch. Also, außer 1984 ist da irgendwas passiert. Sehr interessantes Cover. Aber man kann nicht mehr machen. Na gut. Dann ist das so. Dann erkunden wir wohl weiter die Welt. Sind wir da schon lang gelaufen? Nee, da ist nichts. Da kamen wir her. Ja, dann gucken wir doch mal da rein. Oh, Mizi, da bist du ja wieder. Jack's room. It's like he never... Ja, das war sein Arbeitszimmer, okay. Gut, was ist hier? Jack was part of the Solidarity Movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. So, da bin ich jetzt wirklich nicht tief in der Geschichte drin. Das war wohl 1970. Keine Ahnung. Was da war. Haben wir noch was? Ach, da unten leuchtet noch was. Oh, ist da die Krawattennadel drin? Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Den Einblick. Aha. Was ist, wenn ich loslasse? Ah ja, dann wird es mir gar nicht angehen. Oh Gott, wir werden permanent mit dem mit diesem Superblick da durch die Gegend laufen. Okay. Ah, jetzt bleibt da die Krawattennadel da. Okay. Ja, da ist das gute Stück. Na gut. Dann ist hier okay, nichts mehr. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. What? Moment, Jack liegt im eigenen Bestattungsunternehmen? Oh Gott. Also ich vermute mal, dass das Bestattungsunternehmen unten ist. Warum sollte Jack sonst unten sein? Ich denke nicht, dass er ihn einfach irgendwie im Keller liegen hat. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ach ja. Okay, da kann man nichts mehr machen. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Hey Mizi. Ne? Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Ja, das lassen wir mal so stehen. Aber sie scheint nie Vater zu sagen oder so, sondern immer nur Jack. Warum? Okay, das ist wohl jetzt sein Schlafzimmer. Weird to be back in my old room. Was? So many memories. Okay, sie hat ein sehr großes Zimmer. Aber, Moment, wo schläft denn dann Jack? Das war das ist doch der letzte Raum gewesen, oder? Noch mal gucken. So, was haben wir hier? I used to have a thing for him. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy.
Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Ich setze mal meinen Zauberblick ein, meinen Superblick, aber da ist nichts, okay. Was haben wir denn noch so Schönes? Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Ah, sie war ein Waisenkind und Jack hat sie adoptiert. Das erklärt vielleicht, warum sie nicht Vater sagt. Okay, was haben wir hier noch? Außer die Sachen da unten nichts. Okay. Dann gucken wir uns mal doch hier an. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Okay. Sehr geehrte Mr. Orkin. Ach, das war dein Check, okay. Wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einen der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Marianne Art war, ihre Mitschüler zu trösten, aber ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangemessen ist. Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Marians Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Oh oh. Sogar noch, ui, die wollen sie von der Schule werfen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7. In der Grundschule, warte mal, wie alt ist man in der Grundschule? Wie lange geht eine Grundschule? Irgendwie 4., 5., 6. Klasse, irgendwie sowas, oder? Wie alt ist man da? Ist man da, keine Ahnung, 10, 11, 12? Okay. Das ist ein Wort. Okay, aber sie kann anscheinend mit Toten sprechen. Oder mit Geistern. Oder sowas, also. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Oh Mann, die hat's aber auch faustdick in den Ohren. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Allgemeine Information. Vorname Marion. Nachname nicht bekannt. Alter 3. Geschlecht weiblich. Erste Diagnose. Verbrennungen zweiten Grades. Die 35% des gesamten, gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung. Erste Wundabdeckung. Atemunterstützung eingeleitet, Verabreichung von Trinklösung eingeleitet, Schmerzlinderung eingeleitet. Der Patient wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Okay. 3 Jahre solche Verbrennungen. Was ist denn da passiert? Na gut. Vielleicht finden wir das noch raus, was da alles passiert ist. Aber es sieht ja nicht so aus, als ob das unter Jacks Aufsicht war, sondern davor. Ja, das waren die ganzen Räume. Das heißt, Jack, wo schläfst du denn eigentlich? Naja, geht's raus. Gut. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Okay, ich weiß zwar immer noch nicht so genau, was für eine Power sie hat, aber ich weiß nicht. Will ich über ein Bestattungsunternehmen? Ich meine, es ist ja nichts, also nichts Schlimmes, es ist eher was Natürliches eigentlich, aber dennoch. Ja, ja. So, geht's denn hier lang? Hier geht's in die Sackgasse. Gut.
Dann haben wir das auch. Was macht der Zauberblick? Gar nichts. Okay. Ich laufe jetzt auch permanent mit dem Zauberblick durch die Gegend. Das ist euch bewusst. Okay, da ist auch nichts. Also ich versuche auch wirklich alles abzulaufen, damit ich wirklich alles an Informationsschnipseln und Sachen mitbekomme. So, wo ist denn jetzt das Bestattungsunternehmen? Also direkt drunter ist es wohl doch nicht. Es ist hier in dem Hof. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Ah. Der letzte Abschied, Bestattungsinstitut. The last goodbye. Ich finde das ein bisschen makaber. Last goodbye. Ich meine, schlecht ist es nicht. Oh. Ach, da ist nochmal das Schild. Okay, steht auch nichts anderes da. Natürlich gucken wir uns erstmal überall um. Ja. Yeah. Who doesn't? Ja. Das, ja. Ich meine, wenn es wenigstens schön aussehen würde, aber wie halt auch in der Realität, es wird einfach nur dahin geschmiert, kann man sagen, ohne Ästhetik. Das finde ich furchtbar. Wenn es schön aussieht, ist echt cool. Aber gut. Was habe ich da schon zu sagen? Schlüssel. Schlüssel haben wir hier. Den habe ich schon gesehen. Oh, oh. Jack's in the prep room. Der liegt wirklich im eigenen... Boah, im eigenen Bestattungsunternehmen. Aber es sieht schon schick aus, ne? Also da lässt sich gut sterben. Entschuldigung. Das ist mir so rausgerutscht. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Vorbereitungsraum. Unbefugte Zutritt verboten. Alles klärchen. Ah, weird. I don't remember locking it. Ja. Gut, wir brauchen einen Schlüssel. Was ist hier? Hier ist nichts. Okay, was haben wir hier? So eine Art Lebensbaum. Kreuz, ja, kleiner Altar. Ja, aber sonst? Zauberblick? Nichts. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir weiter. Ich sehe schon, auf dem Schreibtisch blinkt's, aber wir gucken erstmal hier. Links und rechts laufen wir mal alles ab. Auch mit Zauberblick. Da scheint aber nirgendwo was zu sein. Das Bild von oben hängt auch hier. Naja gut, dann gehen wir doch mal in Richtung Schar-Reibtisch. Okay, was haben wir hier? Bestattungsprotokoll. Name des Verstorbenen. Adam Novak. Familienkontakt. Okay, Telefonnummer. Allgemeine Informationen. Geschlecht männlich. Geburtsdatum 2.5.1976. Geburtsort Krakau. Name der Mutter Hanna. Name des Vaters Stanislav. Beruf Universitätsstudent. Moment, ist Studentenberuf? Okay. Gut. Nehmen wir mal so hin. Familienstand verheiratet. Todesdatum 9.10.99. Todesursache Autounfall. Zusätzliche Dienstleistungen. Einbalsamierung, check. Ankleidung, check. Kosmetik braucht man nicht. Friseur auch nicht. Wiederherstellung auch nicht. Blume noch ganz wichtig. Protokollbuch brauchen wir nicht. Und Gedenkkarten brauchen wir auch nicht. Check. Mr. Novak brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderes für die Beisetzung finden. Marion. Also sie hat wirklich aktiv auch da drin gearbeitet. Okay.
So, was haben wir hier? Nochmal ein Bild. Also die waren sich doch. Ja, waren die sich nahe? Ja, doch, ne? Sonst wird sie nicht so traurig sein. Here it is. Ah ja. Der Schlüssel zum Glück. Na gut, dann gehen wir doch mal Daddy besuchen. Darf man das eigentlich? Also ich überlege jetzt schon die ganze Zeit. Ich meine, bei Ärzten ist das doch auch so, dass wir, Familienmitglieder dürfen die doch nicht operieren oder auch diagnostizieren oder sowas, ne? Darf Bestattung? Also darf ein Familienangehöriger sein, also bestatten? Ist das erlaubt? Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt hier drin. Okay, in den Keller, das macht wieder sehr viel Mut. Oh, ich bin so, also ganz kurz off-topic. Ich bin so glücklich, dass das Spiel jetzt nicht dauernd so abraucht. Also nicht abraucht, aber in den Fenstermodus wechselt. Das hat wirklich was mit diesen FPS anscheinend zu tun. Wenn es auf 30 FPS läuft, geht es in den Fenstermodus. Ab 60 scheint es wirklich stabil jetzt zu laufen. Und das, dann sind wir da sofort im Spiel drin. Das ändert sich auch nach jedem Restart vom Spiel. Das stellt sich wieder auf 30 FPS, also da müsst ihr drauf achten. So. Oh ja, ey, da, oh Gott, ich hätte also gar keine Lust zu arbeiten. Ganz ehrlich. Kann man nicht einfach mal auch richtig Lichter dahin machen? Ich meine, und vielleicht nicht so traurig irgendwie die Wände machen, irgendwie so. Muss das immer so sein? Ah, ist ja alles sehr komisch. Was ist denn das hier eigentlich? Nee, ist kein Aufzug. Ja, eben, Moment. Oh. Not sure if I'm ready for this. Ich auch nicht. Also eine Frage hätte ich jetzt noch. Ja, ist okay. Die machen da unten die Toten zurecht. Und wie bringen sie die hoch? Doch nicht durch die Treppe. Never ever. Oh nein, 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 nein. Das machen wir noch nicht. Weißt du, nee, das ist auch kein Auf... Okay. Da ist auf jeden Fall nichts. Was macht der Superblick? Mal alles. Boah, ich hätte da überhaupt keine Lust, diesen Beruf auszuführen. Also Respekt an den Leuten, an echt absoluten Respekt an den, an die Leute, die das wirklich beruflich machen. Wäre nichts für mich. Okay, also gut. Hallo Daddy. Hallo Jack. Achso. Ja, der liegt halt wirklich da. Hey. Ach nee, ich muss auch noch. Echt jetzt? Ich muss aktiv. Ich muss es aktiv machen. Hey Jack. Du bleibst liegen, ne? Ich meine, also ich bin ja jetzt kein Fachmann, aber für eine Krawattennadel brauche ich eine Krawatte. Ja, Spiel sagt auch, ist nicht, du brauchst eine Krawatte. I got your special clip. No. Where's your tie? Und da leuchtet ein Punkt. Das war leicht. Da wäre sie doch. Okay. Dann tun wir die doch mal an Check ran. Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Hä? Was kann ich jetzt machen? A oder X kombinieren. Ach so? Ach so. Ah, ich soll die gleich dran. Okay. Okay. Jetzt komme ich wahrscheinlich raus. Ja, jetzt komme ich raus aus dem Menü. Okay. Ist da noch was? Nö. Snazzy. Na gut. You wouldn't have it any other way. Na dann. Auf, auf. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. I guess you're ready. But
Oh, can't you people read? The sign says closed. Ja, genau. Ja, genau. Warum? Oh, ich hasse es jetzt schon. Kann ich mich irgendwie bewaffnen? Ach du Heilige, da steht einer. Sagt der Superblick. Der sagt einen Scheiß. Da oben rechts ist einer. Hallo? Wir haben geschlossen. Auch für die... Renn doch nicht da hoch! Da rennt die auf einmal selber los. Wir haben geschlossen, auch für Dämonen, Geister und Kobolde und irgendein anderes Geziefer. Oh Mann. Ja. ja. Ich hab hier ja nichts mehr zu erledigen. Nein, nein, guck nicht auf die Tür. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach raus. Wir gehen nicht raus. Kein normaler Mensch würde doch jetzt da reingucken. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Never ever. Nicht, wenn das Licht so flackert. Nicht, wenn ich irgendwelche ominöse Schatten an der Wand sehe, würde ich doch freiwillig da reingehen. Oh Mann. Hallo? What the hell? Oh, wie sieht's denn hier aus? Ja, ganz schön... Wie... Was ist denn das jetzt? Guess you felt it too, huh? Was macht denn die Katze jetzt hier unten? Okay, was liegt hier? And then it happened. Oh. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Aha. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that thing? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that damn notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. Gus. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. Huh? All right?
All right, Jack. Get some rest. I need... Oh, yes, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light. It's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Ah, jetzt kommt das Intro. Thank you.
And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Ja, sie fährt auf jeden Fall so ein ganz schön abgelegenes Örtchen zu diesem Ressort. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Okay, und das sind wir. Das ist wohl unser Haupt, Erkundungsgebiet. Bevor ich jetzt weitermache, würde ich einen ganz kurzen Break machen, damit ich die erste Folge schon mal raushauen kann. Und ich werde dann sofort danach weiterspielen. Ich bin nicht jetzt echt heiß. Man hat jetzt auch mal ganz kurz gesehen, dieses neue Feature, dieses Splitscreen. Einmal in der Anderswelt, nenne ich sie mal, und einmal in der Realität. Und da werden wir später auch wahrscheinlich sehr viele und coole Rätsel lösen dürfen. Bin mal gespannt. Wir sehen uns gleich. Bis, ja, gleich. Ciao.